Gabi, dein Vortrag heißt Der Scammer schickt Rosen. Hast du selber Rosen schon bekommen von einem Scammer? Nein, sicher nicht, aber meine Klienten und viele Leute, von denen ich gehört habe. Ich bin Partnervermittlerin und in Zeiten wie diesen, also heutzutage ist es einfach klar, dass jeder auch im Internet nach einem Partner sucht. Und da ist es wichtig zu wissen, wie die vorgehen und welche Tricks es gibt. Und einer der neuesten Tricks, also jetzt schon ein paar Jahre alt, ist, dass die tatsächlich Rosen schicken mit der Post oder sogar Sekt. Und man denkt sich dann, ach, das ist die große Liebe, schau, wie sehr er sich sorgt. Aber nein, das ist nur der erste Schritt, um Vertrauen zu erwecken, damit du ihm dann schließlich und endlich Geld schicken kannst. Okay, und es gibt Klientinnen bei dir quasi, die das auch wirklich gemacht haben. Also die haben Rosen bekommen oder einen Sekt an die Tür und der Scammer hat dann gesagt, okay, schickst mir jetzt Geld in Gegenzug und die haben das dann auch gemacht. Oder wie kann ich das jetzt verstehen? Ja, nicht ganz so. Das wirst du dann im Vortrag hören, wie das passiert ist. Aber es ist tatsächlich so, dass sie das versuchen, dass das wirklich ein Trick ist. Also es ist jetzt für uns neu, ja, war auch für mich neu. Aber es ist kein Schaden entstanden, jedenfalls nicht bei meinen Klienten. Aber es passiert täglich ein großer Schaden durch Scammer, weil die genau wissen, was sie sagen müssen, um dein Herz zu erobern, dein Vertrauen zu gewinnen. So dass sie dir dann irgendeine Geschichte erzählen, dass sie gerade überfahren wurden und ausgeraubt wurden und du bist die einzige Person auf dieser Welt, die ihnen helfen kann. Was muss man dir schicken, Gabi, damit man dein Herz gewinnt? Was muss vor deiner Tür liegen? Also mein Herz ist vergeben, ich habe eine glückliche Beziehung. Was hat er dir geschickt? Weiß ich nicht. Er hat auch genauso wie die Scammer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gesagt, nur bei ihm war es echt. Okay, aber du hast ihm kein Geld überwiesen. Nein. Das passt schon. Das ist eine gute Beziehung, eine echte Liebesbeziehung jetzt, ja. Okay, super. Du hast eine Partnervermittlungsagentur oder was hast du da genau erklärt? Erzähl mal ein bisschen. Ja, ich bin Partnervermittler. Ich helfe Singles, den richtigen Partner zu finden. Aber das nicht nur offline, sondern auch online, weil es ist ein heutzutage sind ganz viele online unterwegs. Nur wenn man ein Auto hat und es keinen Führerschein hat, dann ist es schwer, dieses Auto zu steuern. Man muss auch wissen, wie man sich online präsentiert, was man tut, um online den richtigen Partner zu finden. Und da helfe ich den Singles, aber ich vermittle auch selber. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt Single wäre, würde ich bei dir den Führerschein oder zu meiner richtigen Partnerschaft finden. Okay. Wo findet man dich online? Meine Webseite ist wahreliebe.jetzt. Da habe ich einen Blog, wo ich Tipps gebe für die Partnersuche, vor allem für Singles, die 40, 45 überschritten haben. Okay. Drei kurze Tipps für Leute, die gerade Singles sind und die auf der Suche nach der wahren Liebe sind. Welche drei kurzen und knackigen Tipps kannst du geben? Sie können gern online suchen. Dabei aber das Pareto-Prinzip nicht vergessen. Das heißt, 80% der Aktionen, die du machst, bringen, sagen wir so, 20% der Aktionen, die du machst, bringen 80% der Resultate. Mit anderen Worten, du wirst nicht auf jedes E-Mail, das du schreibst im Internet, eine Antwort bekommen. Ja? Wenn du ein Online-Profil machst, schau in die Zukunft. Die meisten Profile fragen dich Dinge ab, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Du brauchst aber keinen Partner für die Vergangenheit, sondern du brauchst einen Partner für die Zukunft. Ja. Richtig? Ja. Und das Dritte und das Wichtigste ist zu wissen, was du willst. Das ist eigentlich das Schwierigste. Die meisten, die sagen, ja, ich weiß genau, was ich will. Ich will niemanden, der untreu ist. Ich will niemanden, der ein Arschloch ist. Und ich will niemanden, der so und so ist. Nur was haben sie da definiert? Genau das, was sie nicht wollen. Es ist manchmal sehr, sehr schwer zu definieren, was man wirklich will. Aber damit helfe ich meinen Klienten. Das ist das, wo ich am meisten Hilfe geben kann, dass das Negative in was Positives umzudrehen, sodass sie dann wirklich das Vakuum kreieren, den richtigen anzuziehen. Und wenn man das gemacht hat, funktioniert es online am besten. Was hast du für eine Erfolgsquote? Die ist eigentlich sehr gut. Meine Kartei ist sehr klein, weil kaum kommen die zu mir, haben die manchmal binnen zwei Wochen schon jemanden. Also die sprechen mit mir, da gehen ein paar Kronleuchter hoch, die verändern ein bisschen was und schwuppdiwupp sind sie weg. Also ich kann es nicht in Prozenten angeben, weil ich es mir noch nicht ausgerechnet habe. Manche brauchen ein bisschen länger, dann kommen sie noch einmal zu mir, dann reden wir wieder. Aber manche sind total schnell weg. Da
Ja, dann denkt man, ich hätte doch jemanden für dich gehabt, aber ist nicht. War schon weg, ja? War schon weg. Okay, super, vielen Dank, Gabi.